Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, wir haben schlechte Neuigkeiten. Unsere Katze wurde entführt. Seht selbst. Sie hockt da in einem Armgefängnis, das da unten steht. Und unsere Mission ist es, sie zu befreien. Ja. Aber erstmal müssen wir aus unserem eigenen Gefängnis ausbrechen, das die Villager für uns erschaffen haben, weil wir in ihren Dorf rumgeschlichen sind. Eine Frechheit, oder? Ja, jetzt sind wir hier eingesperrt. Aber wie gut, dass wir eine schöne Mod mit am Start haben. Die ist von SWD-Team. Ja. Die kennt ihr vielleicht schon noch von der Dalek-Mod. Ich blende die mal hier ein. Ja. Und unsere Mission ist es, unsere Katze zu befreien. Doch wie machen wir das? Weiß ich auch nicht. Wir müssen uns erstmal im Dorf rächen. Ja, erstmal müssen wir hier rauskommen. Die Frage ist halt nur, wie, ne? Kann man sich hier irgendwie... Nee. Oh, wobei, ich habe eine Idee. Aha. Die Luke, wo sie mir Essen zupacken. Naja. Oh, da unten seht ihr sie. Da ist die Katze. Jetzt müssen wir nur irgendwie hier vorsichtig runterkommen. Und um unser Rachevorhaben zu begehen, haben wir spezielles TNT. Problem ist nur, sie haben es mir abgenommen und irgendwo versteckt. Ich weiß aber auch nicht wo. Das werden wir dann natürlich sehen. Aua. Quizzelt unten. Da ist sie ja, unsere Katze. Oh, ich habe sie gefunden. Okay, jetzt ist Frage, wie kriegen wir dich hier raus? Abbauen ist ein bisschen blöd, dass wir zu viel Aufmerksamkeit erregen. Wie es aussieht, müssen wir hier einen Hebel platzieren. Armer Günni, wie kriegen wir dich denn weg? Also, wir müssen einen Hebel finden. Die Frage ist natürlich nur, wo könnte der sein? Oh, hier ist noch einer von Günnis Freunden. Ich sage es, wir müssen jetzt erstmal das TNT wiederfinden. Oha. Okay, der hat uns noch nicht gesehen. Wir wissen, in welchem Haus auch immer muss das TNT sein. Okay, da ist auch jemand drin. Oh, das könnte natürlich jetzt echt... Oh Gott, wir wurden gesehen. Lauf, 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 lauf. Die haben Kakaobaum hier. Wir schleichen uns wie ein Alien hier durch. Keiner will uns bemerken. Ah, okay, okay, okay. Wisst ihr was, wir erschlagen einfach mit einem Heuballen. Hey, sie. Ja. Seien Sie ruhig. Nein. Oh, er will es verpetzen. Das ist nicht so schön. Was ist das? Oh, wir haben es, Leute. Ja, hier sind unsere Sachen. Ohohohoho. Das ist natürlich gut. Okay, wie schaffen wir es jetzt, unbemerkt hier rauszukommen? Jetzt sagen, ja, verpetz mich ruhig, wir fangen aber hiermit an. Oh, ja. Und zwar mit dem ersten TNT, das Packed TNT, es ist noch das harmloseste so. Da zünden wir mal an und ganz schnell weg hier, ganz schnell weg hier. Eieiei, ohu, das hatte ordentlich Bums. Ja, das erste Haus ist weg, ne? Oh, wir können noch mal eins zünden und zwar einfach in dem Haus da. Oh, TNT ist auch immer so was Schönes. Take this. Entdeckung. Aua. Ja, da seht ihr mal, was passiert, wenn man sich mit uns anlegt. Ja. Dann haben wir hier das Haus. Ne, das lassen wir noch. Kümmern wir uns erstmal um da hinten. So viel zum Pack TNT. Dann kommt die Physics Bomb. Ein TNT, das sehr cool ist. Schaut es euch an. Physik. Oi. Finde ich mit sogar am schönsten, das TNT.
Das könnte jetzt abgrundtief lecken. Lauf, 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 lauf. Ja, Leute, ich habe gerade gesehen, dass ab einer bestimmten Stelle, wie ihr hier seht, die Cam freeze, das heißt, geht hier noch weiter, wie ihr ja, und da seht ihr schon, die Cam freeze da. Das ist natürlich nicht so schön. Das wollte ich jetzt einfach nur Bescheid sagen. Das heißt, der Rest des Videos wird jetzt leider mit gefreezter Cam sein. Ich hoffe, es stört nicht. Ich meine, wenn ihr euch jetzt eher auf den Hauptteil des Bildschirms konzentriert, dann fällt das nicht so auf. Ja. Wie gesagt, wollte ich aber nur kurz Bescheid sagen. Nicht, dass ihr jetzt verwundert seid. Gut. Finde ich mit sogar am schönsten, das TNT. Wird es gerade jetzt abgrundtief lecken. Lauf, 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 lauf. Wunderschön irgendwie. Ja. Das ist die Physikbombe. Dann haben wir das Bone Meal TNT. Das ist eigentlich, das kann man hier gut platzieren. Wie der Name schon sagt, Bone Meal, ne? Kennt man ja. Verdammt. Ja gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, ich habe es wieder hierhin geschafft. Und ja, den Rest des TNTs konnte ich retten. Ich würde sagen, wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, ne? Ja. Okay, also, das letzte, was wir gemacht haben, war das Bone Meal und ihr seht, hier ist ordentlich was gewachsen. Wir tun die mit Unkraut bejaten. Ja, dann kommt die Clusterbomb. Und ich habe kein Feuerzeug. Das ist jetzt natürlich sehr belastend. So, mein Gott. Feuerzeug haben wir jetzt auch wieder. Also wir müssen so schnell rennen, wie wir können, wenn wir TT zünden. Ja, das Cluster. Oh, hier sind schöne Nahrungskette für die. Ja, ich würde sagen, die zerstören wir mal, ne? Okay, lauf, 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 lauf. Renn, 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 renn. Wow! Ja, Cluster TNT, wie der Name schon sagt, teilt sich auf. Halleluja. Macht irgendwie Spaß. Gut, nach dem Cluster TNT kommen wir jetzt zum Fireblast TNT. Ein sehr gefährliches, weil man sich damit sehr schnell die Hände verbrennen kann. Ihr versteht, was ich meine. Okay, das hätte ich gesehen, das ist nicht so schlimm. Aber wir tun alles machen, um unsere Katze zu retten. Und ja, wie ihr seht, beginnt hier schon alles zu brennen. Könnt ihr auch nochmal von Weitem anschauen. Ja. Wunderbar. Dann haben wir den Lightning-Konduktor. Ja, der lässt einfach Blitze einschlagen. Auch gut, das heißt, das kann man gut machen, wenn man zum Beispiel hier in ein Haus reingeht. Wenn wir da noch reinkommen. Ja. Ja. Eigentlich sehr unspektakulär. Dann haben wir den. Oh, wir hatten zwar die Fireblast, aber nicht den Dingensbomb, glaube ich. Die haben übersprungen, also so eine Frechheit. Ihr seht, die haben auch eine schöne neue Zündanimation. Oh, hohohoho. Okay, das lässt Feuer regnen, das ist auch nochmal geil. Also, wenn man das nicht feiert, dann weiß ich auch nicht. Gut, dann kommen wir zur Snowball-Bomb. Snowball, wie der Name schon sagt, macht Schneebälle. Hey. Ich muss damit. Das war nicht ich. Okay. Also ich habe Frage, ob das Schaden macht. Bitte tötet mich nicht. Ei, ei, ei.
Nö, macht keinen Schaden. Oh, geil. Schau dir das an. Wunderbar. Dann haben wir natürlich noch die Arrow Bomb. Das ist dann gut, um Entitäten zu töten. Beziehungsweise diese Kuh hier. Oh, cool, jetzt geht auch nicht weg. Oh, yeah. Also, wenn man davon nicht selber getroffen wird, dann weiß ich auch nicht. Feuer frei! Oh Gott, aua, ah, fuck. Pfeile regen. Er wollte das noch nicht haben. Und dann haben wir noch die Triple. Das sind dann die Pfeile mit 1000 verschiedenen Effekten. Hoi. Es ist Glückssache, wenn man von einem getroffen wird, ob es einen negativen oder einen anderen Effekt auf einen hat. Komm, wir versuchen es mal. Von was werden wir getroffen? Okay, wir haben Schwäche. Komm, irgendwas Gutes, irgendwas Gutes. Oh nee. Wir haben Vergiftung, oh Mann. Ja. Und zu guter Letzt kommen die Hydrogen Bomb. Dafür müsste ich jetzt aber allerdings in Creative gehen, weil die kann man in Survival, glaube ich, nicht überleben. Haben wir noch ein freistehendes Haus? Wir haben das Dorf eigentlich so gut demoliert, außer das Haus da vorne. Würde ich sagen, gehen wir doch dahin und testen die dort aus. Yeah. Das Haus ist sogar noch ziemlich unberührt. Aber nicht mal lange. Die haben meine Katze eingesperrt. Die werden sehen, was sie davon haben. Oh, sag mal, eine Kiste, was gibt's denn hier drin? Oh. Das nehmen wir natürlich mit, ne? Lauf, 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 lauf. Seht euch das an. Ja. Wir hätten fast unsere Katze getötet. Hoho. Alter. Ein Haus steht noch. Und ich weiß auch, welches TNT wir für dieses Haus benutzen. Werdet ihr nämlich rechts. Ah, warte. Ja, das Pack-TNT ist gut. Alter. Diese Verwüstung. Und ihr wisst, was zum Grand Finale kommt. Gehen wir mal wieder in Survival. Denn wir haben noch ein paar andere Sachen. Und zwar die Black Box. Das ist eigentlich nichts anderes als ein TNT-Launcher. Könnt ihr mal gucken. Man nimmt ein TNT in der anderen Hand und dann. Schön Leggy. Aber fröhliche Weihnachten. Boah, ich finde diese Fluganimation geil. Hui. Was haben wir noch? Arrow. Oh, nee, oh, Hydrogen sollten wir nicht nehmen. Yeah. Komm, noch ein paar von denen. Oh, Alter. Ja, da kommt selbst der Computer zum Laggen. Alter. Es ist krass. Mega krass, finde ich. Oh, okay, das ist jetzt aber wirklich sehr laggy. Aber es beruhigt sich. Alles gut. Ja, dann haben wir natürlich noch die Detonator und. Ach so. Detonator, ja, das ist eigentlich eine klassische Mine. Kann man dann hier. Oh, Scheiße. Das war so nicht gedacht. Vielleicht sollte ich das aus der Aufwand rausnehmen. Ach so, ich verstehe. Ich pack da jetzt zum Beispiel TNT drauf, sei es Snowball Bomb. Connecten den damit. Ach so, nee, wir connecten das jetzt. So, das ist eigentlich mal wie so ein. Ja, Redstone, und wenn ich das jetzt klicke, sollte der ein. Oh, ja.
Ach, wenn man das TNT abbaut, explodiert es auch? Okay, das ist merkwürdig. Also wartet mal. Aha. Edit, so. Und. Ah. Okay, das heißt, ihr könnt dann. Gut, das hätte ich vielleicht mal früher gebraucht. Ein bisschen früher, ja. Gut, und dann haben wir natürlich noch Dynamit. Wer kennt es nicht? Oh, es macht ein bisschen mehr Schaden, als ich dachte. Gleich ein paar mehr. Kann ich das? Sag bitte, dass ich das schießen kann. Okay, geht nicht, schade. Ja, das wär's so gesehen vom Dynamit. Und jetzt machen wir natürlich das, was wir vorher schon machen wollten, und zwar unsere Katze befreien. Frage ist nur, wo habe ich es? Ach, wisst ihr was? Wir nehmen einfach das Dynamit dafür. Wir haben ja noch ein Haus übrig. Take this! Ich werf drüber. Aua. Oh, da ist was. Verdammt. Müssen wir hier rausklettern. Aber ich hab was öffnen gehört. Habt ihr es auch gehört? Werden wir mal sehen. Ist nur hier raus. Dynamit macht auch ordentlich Schaden. Was ist euer liebstes TNT? Schreibt es in die Kommentare. So, da hinten müssen wir hin. Oh, Tatsache. Seht ihr das? Achso, das war schon vorher. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Ah. Warte mal. Hier war Redstone, das führt irgendwo hin. Wo führt das hin? Moment mal. Irgendwas sagt mir, dass wir hier buddeln müssen. Ja, vielleicht auch mit genügend Abstand. Das ist auch mal wieder so eine Sache. Ich kann ja mal erzählen, wie oft ich gestorben bin. Oh Mann, ich bin manchmal so ein Vollidiot. Oh nein, die Dorfbewohner sind sauer auf mich. Ja, ihr habt aber nur das bekommen, was ihr verdient habt. Also lasst mich bitte in Ruhe. Oh Gott, nein, Skelett, lass mich in Ruhe. Unserer Katze geht's gut. Ja, hier ist was. Oh, ein Hebel. Damit können wir unsere Katze befreien. Oh ja, komm mit Katzi. Wir haben dich befreit. Böses Skelett. Cool. Wie ein Alien. Komm mit Katze. Günni. Ja, komm mit. Pack mal alles Gefährliche hier raus. Ja, komm mit. Wir gehen in einen sicheren Ort. Oh, wir haben unsere Katze befreit. Mission completed. Mission passed. Ich komm mit. Aua. Wir gehen an einen sicheren Ort. Oh. Verbrennt, ihr blöden Monster. Katze, wo bist du? Komm mit. Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann nach Hause, ne? Katze, stell dich mal hier hin. So, bleibst du sitzen, ja? Denn wir haben noch was zu erledigen. Und zwar wollt ihr ja bestimmt nochmal die totale Zerstörung sehen. Und das kann man am besten mit der Hydrogen-Bomb machen. Oh ja, Baby. Hier ist nichts mehr von dem Dorf übrig. Wow. Und es wird hier noch weiter. Oh, eieieiei. Oh. Es kommt näher. Und da war wohl noch eins von dem einen Tin.
Es ist so stark, dass das zerstört sogar Bedrock. Ja, und mit diesem Bild würde ich sagen, verabschiede ich mich für dieses Video. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.